Herzlich willkommen bei der Abschlussveranstaltung der Immobilien- und Vermögenssteuerhändler Niederösterreich. Wir sind im Kloster und wir haben den Vortragenden, einen der führenden Kriminalpsychologen Europas bei uns. Das ist der Dr. Thomas Müller. Guten Abend, hallo. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet und eine Frage, die ich Ihnen gerne stellen würde, ist, weil wir eben bei den Immobilientreuhändern sind. Sie haben über das Selbstwertgefühl gesprochen und wie wichtig ist das Eigenheim bzw. das Zuhause für das Selbstwertgefühl? Naja, das hat schon eine Bedeutung. Wie wir ja festgestellt haben, ist, dass das Selbstwertgefühl in ihrer Gesamtheit sich ja aus der beruflichen Tätigkeit zusammensetzt, aus der Interaktion mit anderen Menschen in der Familie, in der Ehe, in der Partnerschaft, mit den Kindern, im Bereich der Sexualität. Aber es gibt einen Bereich, der nur mich betrifft. Was tue ich für mich? Bin ich mir wichtig genug, dass ich Sport betreibe, dass ich mir ein Eigenheim schaffe, dass ich irgendwie Grund und Boden oder sonst irgendwas habe? Man darf es nicht übertreiben, man darf es aber auch nicht unterschätzen. Es ist eine Form der Sicherheit und ist Teil dessen, was uns selbst irgendwie ausmacht. Haben Sie vielleicht für die Damen und Herren, die hier alle selbstständig sind, einen Tipp, wenn Sie bei einem Geschäftspartner mal ein bisschen ein mulmiges Gefühl haben? Was kann man da machen, um herauszufinden, ob der die richtigen Absichten hat einem selbst gegenüber? Naja, man muss vorsichtig sein, weil wir haben in der Psychologie kein Metermaß. Ich kann nicht abmessen, ob jemand so 30 cm gefährlich ist. Ich habe auch keine Waage, wo ich sagen kann, so 4,3 Kilogramm wird der mich jetzt übers Ohr hauen oder etwas Außergewöhnliches tun oder was Destruktives tun. Aber messen in der Psychologie bedeutet vergleichen. Ich vergleiche das Verhalten einer Person anhand von vielen anderen Personen. Und einer der Kardinalfehler, den wir eigentlich in der Regel immer machen, ist, dass wir sagen, wir vergleichen das Verhalten an uns selbst. Ja? Und man sollte eigentlich bei der Beurteilung von anderen Menschen sich selbst aus der Bedeutung nehmen. Die Empfehlung auf Ihre Frage ist, ich komme im Zuge eines Geschäftsabschlusses oder sonst irgendetwas, komme ich auf etwas drauf, dass ich sage, ich habe ein bisschen ein bulmiges Bauchgefühl. Aber ich darf nicht in den Fehler verfallen, dass ich das Maßzahl aller Dinge bin, sondern ich sollte ein bisschen vergleichen. Vergleichen mit anderen Fällen, vergleichen mit anderen Menschen. Wenn ich unsicher bin, ist es immer gut, auch das Risiko ein bisschen diversifizieren mit Experten wie Ihnen, mit anderen Leuten sich ein bisschen austauschen und sagen, du, was sagst du dazu? Ja, mir kommt der ein bisschen schräg vor, hol mal eine zweite Meinung oder dritte Meinung. Sonst läuft man Gefahr, dass man entweder gar nicht oder zu rasch andere Menschen beurteilt. Und zusammengefasst kann ich sagen, wenn ich das Verhalten anderer Menschen anhand der eigenen ethischen und moralischen Vorstellung überprüft, ist das bestenfalls die Basis für ein vernünftiges Vorurteil, aber nicht die Möglichkeit, objektiv etwas messen zu können. Ist das auch so etwas wie ein Perspektivenwechsel, von dem Sie gesprochen haben, dass man eben sich selbst aus dem Ganzen ein bisschen rausnimmt? Naja, der Perspektivenwechsel bedeutet einfach, dass wenn ich Schwierigkeiten habe, ja, persönliche, berufliche, interaktive, monetäre, gesundheitliche Schwierigkeiten, dass es mir dann besser geht, wenn ich diese schwierige Situation kurz mit den Augen eines anderen betrachte, von außen die Seite betrachte und sage, ja, ich habe eine schwierige Situation, aber vielleicht gibt es Menschen, die noch schwierigere Situationen, die noch weniger haben wie ich, und dann wird das Ganze schon wieder relativ. Das hat jetzt nicht unbedingt mit etwas zu tun, dass ich ein mulmiges Bauchgefühl habe, sondern wir haben heute über Resilienz gesprochen, wir haben über die Fähigkeit gesprochen, in schwierigen Situationen realisieren zu können, und da ist Perspektivenwechsel, und da haben Sie recht, ein ganz wichtiger Aspekt. Glauben Sie, dass gerade in dieser Branche das Wissen um das Gegenüber und auch das Einschätzen vom Gegenüber etwas besonders Wichtiges ist? Naja, glauben tue ich an die römisch-katholische Kirche, ich bin Naturwissenschaftler und daher brauche ich saubere Daten. Aber sehen Sie überall dort, wo es um die Interaktion mit anderen Menschen geht, das kann in der Versicherungsbranche sein, Immobilien, es ist im medizinischen Bereich, es ist in der Exekutive oder sonst irgendetwas. Ist es schon wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wie viel Menschenkenntnis habe ich eigentlich? Und den Kardinalfehler, den ich mache, ist einfach, dass ich mich als Maßzahl hernehme. Das kann ich als Kriminalpsychologe sagen, tut es das nicht. Stellen Sie nicht die Frage, dem traue ich das zu, sondern stellen Sie sich die Frage, nach welchen Kriterien traue ich ihm das zu. Er macht was, was ich nicht mache, also ist er anders, aber vielleicht bin ich anders. Ja. Also da ist ein bisschen Vorsicht geboten. Alles klar, dann wünsche ich noch einen wunderschönen Abend im Kloster und Dankeschön. Danke vielmals. Alles Gute, Dankeschön.